Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 365 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir haben hier einen Hof offen, da holen wir was ab wahrscheinlich. Das haben wir aber alles erledigt. Das läuft jetzt gerade nicht, können wir mal anmachen. Ja, wir müssen mal gucken, wie es weitergeht, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren eigentlich bei der Bäckerei. Wir müssen mal die Bäckerei verfolgen, wie es da aussieht, ob die jetzt alles kriegt oder nicht, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir mal da rein. Bis gleich. So, die fahren ja alle schön hin und her, das ist schon mal prima. Dann müssen wir aber mal gucken, da gehen wir über die Karte. Hier war die Bäckerei irgendwo, ne? Hier ist ein Brandenburger Tor, das ist die Bäckerei. Was macht die denn jetzt hier? Die hat Eier, die hat Zucker, die hat Mehl, aber Molkereiprodukte fehlen uns irgendwie noch, Kühlwaren. Aber das war doch jetzt eigentlich am Laufen, oder? Das kam ja von hier, oder? Ist von da kein Fahrzeug nach da hinten? Doch, müsste auch sein. Obstbauer. Molkereiprodukte, keine produziert bisher. Bäckerei ist klar. Was ist denn hier jetzt unser Problem dann? Hier ist ja Milch. Hier ist Obst. Südfrüchte fehlen. Wie braucht man Südfrüchte dafür, um Molkereiprodukte herzustellen? Ja, wahrscheinlich so ein Obstjoghurt oder sowas. Aber da sind Südfrüchte, kommen gerade an. Jetzt läuft doch die Produktion doch hier. 4, 5. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Jetzt muss man nur mal gucken, wo die alle hinfahren. Also die liefern ja an, aber die Kühl-LKWs müssen ja irgendwo hin. Kühlwaren. Lauter Floto, LKW-Molkereiprodukte. Das muss ja dann definitiv hier bei der Bäckerei zu sein. Ja, scheint so zu sein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass einer von denen fährt, ne? Ja, 6 Stück sind hier, oder? Noch keiner unterwegs. Warte mal. Beladen 0, beladen 0, beladen 0, beladen 17. Ah, der erste fährt hier. 34 Paletten Kühlwaren geladen und die gehen auf die Reise zur Bäckerei Floto. So, das bedeutet, da können wir ja gerade hier von hinspringen, ne? Die kriegt jetzt eine Lieferung und die machen die Backwaren. Und jetzt müssen wir zum Discounter, zur Gastwirtschaft, zum Marktplatz, zur Gastwirtschaft und zum Markt. So, Sonderhausen hat definitiv einen Discounter. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Waren hinbringen. Oh, die haben ganz viele Sachen, ne? Okay, das heißt, wir müssen, na doch, den Discounter müssen wir erstmal aufrufen, weil wir da ja eine Station haben müssen, die dann anliefert. Gut, Fahrzeug. Ja. Doch, LKW. 50 km/h. Hier wird nur abgeliefert, ne? Ja, dann können wir die auch da hinbauen. Hier, zack, fertig. So, und dann brauchen wir eine Route, die wir hier anlegen. Neue Linie. Das ist LKW. Backwaren. Floto. Sonderhausen. Ich glaube, das reicht so. Aber da wollen wir noch so ein Minus reinmachen. So sieht's top aus, oder? So, und jetzt müssen wir noch Wegpunkte hinzufügen. Und zwar den. Und. Dahin. Und den. Auswählen kann er. Bleibt dann da stehen. Warten auf Mindestbeladung. Floto Bäckerei. Machen wir da 100% raus. Ja, aber da müssen wir überlegen, wie viel LKW wir darauf setzen. Maximal 2 dann.
Und dann müssen wir nachher sowieso gucken, was wo steht, ne? Warte, hier in Floto ist ja auch, ne? Unser Fahrzeugdepot. Da. LKW benötigt für Backwaren. Der war 1 Cent billiger wie der, oder? Ne, der ist 1 Cent billiger. Fahren beide 80. Der hat ein paar PS mehr für Berg hoch und Berg runter. Anhänger. 26 sind gleich. Und der kostet wieder den Cent weniger. Anschaffungskosten. Stückgut und Stückgutcontainer. Ist egal, glaube. Und dann auf die Linie. LKW, Backwaren, Floto, Sonderhausen. Und kopieren und starten. Und Bäckerei. Eigentlich wird es Sinn machen, wenn wir jetzt gucken, wo er ist. Da ist er. Weil der müsste jetzt eigentlich zuerst hier hinfahren. Glaube ich. Nee, Fahrplan. Krieg nicht hin, ne? Dann fährt er erst zur Bäckerei, egal. Und jetzt startet man den zweiten auch. Läuft. So, jetzt sollten die Backwaren halt geliefert werden zum Discounter. Dann schauen wir mal, wo eine Gastwirtschaft ist. Bei Döbeln. Okay, das ist zu weit weg erstmal. Marktplatz ist in Adenau auch zu weit weg. Und die zweite Gastwirtschaft ist wo? Hardexen ist auch weit weg. Und der Markt ist in Radolfzell. Darauf habe ich leider keine Antwort. Schön, ne? Da hat einer zwischengequatscht. Okay. Was machen wir jetzt? Simstar Süd, alles klar. Gibt es bestimmt auch Simstar Nord, ne? So, dann die nächste Gastwirtschaft ist wahrscheinlich Döbeln. Marktplatz ist in Adenau, das ist noch weiter weg. Gastwirtschaft hier ist in dem Ort, wo Etter spricht. Und Markt ist in Radolfzell. Also Döbeln ist tatsächlich die Gastwirtschaft, die nächste dann, ne? Wo kommen denn diese LKW hier weg? Ah, die kommen von hier vom Hof. Ja, und wo ist hier der Hafen? Der ist da. Vom Hafen aus kommen ja schon Stückgut-LKW, ne? Ja. Das würde bedeuten, wenn wir den hier anliefern. Was ist das, eine Schule? Ja, ne? Ja. Wenn wir hier mit Schiff anliefern, würde das funktionieren, ne? ...795 Passagiere wollen zur Gastwirtschaft. Krass. Was mich jetzt aber gerade mehr interessiert ist, welche Waren werden da hingebracht? Post. Fisch. Gastwirtschaft. Das sind Kühlwaren. Tierfutter und Markt. Flüssiges Lebensmittel. Nee, das ist jetzt leider ein Kühl-LKW. Da fällt jetzt zur Gastwirtschaft nichts hin, was die Backwaren bringt, ne? Aber warte mal. Machen wir nochmal auf. Welches waren das jetzt, die Kühlwaren? Über Riedenburg-Waldhafen, Palettenkühlwaren, 278. Kann ich aber jetzt hier leider nicht sehen, welches Fahrzeug ist, sondern das muss hier sein. Schiffstraße, Döbelnhafen, Döbeln Südostwald, LKW Hafen, Fleisch, Gastwirtschaft. Ach, Fleisch wird da auch hingebracht. Ah, das ist Kühlware. Ja, okay, dann kommt auf dieser Linie definitiv noch ein anderer LKW drauf. Fahrzeugliste ist nur der Kühl-LKW. Das bedeutet, von wo startet der hier? In Radolfzell. Hier war das Depot irgendwo. Da. Machen wir einen LKW. Machen wir den und den Sattelschlepper dann heraus.
Das ist der gewesen. Und dann kommt das, wie hieß die Linie jetzt? Hafen, Fleisch, Gastwirtschaft. LKW, Hafen, Fleisch, Gastwirtschaft. Dann lassen wir den mal laufen. Der fährt dann da schon mal hin. So, und dann müssen wir jetzt noch gucken, dass wir die Bäckerei aufrufen. Machen wir hier mal das zu, machen das mit der Karte auf, gehen wieder zur Bäckerei. Und von der Bäckerei müssen wir jetzt noch Ware zu diesem Hafen bringen. Ist das hier der Hafen? Ja. Das bedeutet, wir müssen von da nach da liefern. Linie bauen. Neue Linie. Und das ist dann wiederum LKW. Bäckerei. Hafen. Floto. Schuss. Dann müssen wir die beiden Orte da hinsetzen, nämlich den und den. Diesmal warten da keine, weil sonst haben wir keinen mehr frei, glaube ich, ne? Ja, das könnte sein. Das ist dann fertig. Passt, oder? Ja, passt. Jetzt müssen wir nur ein Fahrzeug da drauf setzen. Hier ist das, 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 den, da, LKW, Bäckerei, Hafenfloto. LKW, Bäckerei, Bäckerei, Hafenfloto. Starten. Fertig. Das Entscheidende nur an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass da jetzt wahrscheinlich doch werden schon Backwaren produziert. 40 Paletten Stück Waren, 40 Backwaren Discounter. Okay, zum Discounter sind schon 40 Paletten, 58 Paletten da. Oh. Ich glaube, dann muss da noch ein LKW mehr drauf wahrscheinlich, ne? Wenn da schon so viele warten. Es wäre nur interessant zu wissen, ob er von hier nach da, aber da ist noch kein LKW, doch der LKW ist da auch drauf, ne? Das bedeutet, eigentlich müssten die produzieren, aber ist die Frage, ob jetzt das passende Schiff nach Döbeln fährt. Redenburg Floto, aha. Es gibt also keine Schifffahrtslinie hier. Das bedeutet, wir werden jetzt dahin gehen. Schiff dahin gehen. Neue Linie, und zwar von hier nach Döbeln. Ist das hier lang? Glaube ja, ne? Und dann noch hoch. Da ist die Gastwirtschaft. Hier muss irgendwo der Hafen sein. So. Floto, Schmiede. Machen wir mal 100% raus. Dann machen wir hier. Motorschiff. Floto. Döbeln. Und natürlich machen wir hier noch ein Minus zwischen, damit es schicker aussieht, ne? Haben wir. Und jetzt müssen wir zur Werft, die oben hier ist, bei Riedenburg. Und jetzt brauchen wir da ein Schiff. Und das Schiff benötigt... Waren das jetzt Backwaren? Ja, ne? Die müssen ja ganz oben sein, da. So ein Schiff. Dann ist das so. Was war das? Motorschiff? Floto Döbeln. Starten. Oh, kommt, fährt, alles klar. Ölraffinerie haben wir da auch noch und da passiert nichts. Ja, aber lassen wir erstmal so. Der fährt jetzt erstmal da unten hin und wird dann da vor Anker liegen, bis er voll ist. Ja, und das werden einige Tonnen sein oder Container sein, die da reingepackt werden, ne? So ist das halt.
Gut, dann würde ich aber sagen, sollte es erstmal im ersten Moment reichen hier. Wir haben die Zucker, nee, haben wir nicht. Wir haben den Discounter, die Gastwirtschaft werden wir haben. Dann gehen wir mit Marktplatz und weiterer Gastwirtschaft gucken wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.